Stachelbockheul. Von einem Bock erblinden in einem hellen Moment mit Hilfe von Tierknochen verstärkte Bockheule. Richtig geschwungen richtet sie verheerenden Schaden an. So, die Sonne ist da. Verschwindet. So, Schleimgelee. Holzpfeil. Ja, die nehme ich gerne mit. Ist eigentlich super. Eigentlich muss ich keine Pfeile kaufen. Ich bin immer ein Idiot, dass ich die Pfeile kaufe. Stachelbocklanze. Ein Bockspeer mit angespitzten Tierknochen am Ende. Er ist leichter als Lanzen mit Metallspitzen und deshalb überraschend einfach zu verwenden. Okay. So. Die haben noch ein paar Mal hier auf mich noch geschossen, ne? Liegen noch Pfeile irgendwo rum? Weil es kommt mir gerade erst, ich bin ein Riesenidiot, dass ich Pfeile kaufe. Du kannst einfach Pfeile von denen farmen. Da fliegt eine Eichel lang. Sehr schön. Maxi-Echse. Sehr schön. Ah, ich muss bestimmt das Lager dahin platt machen. Ja, okay, ich meine, ich glaube, die meinen das Lager hier. Oh, das wird ein Spaß. So, erstmal speichern. So. Sehr schön. Dann haben wir volle Leben. Okay, ich komme da nicht hoch.
Okay. Ich glaube, darüber zu kommen ist ein Riesenproblem. Ich meine, ich kann Pfeile farmen. Ha. Ich glaube, du kommst da nicht hoch. Ich glaube, das kriegen wir nicht gemacht. Aber ich glaube, du brauchst das Boot dafür. Das ist die Idee dazu, dass du das Boot holst und mit dem Boot darüber fährst. Oder nee, warte mal, ich bin ein Idiot. Ich hab ja... Ha! Toll. Ach ja, weil es hier gerade regnet. Jetzt häng dich da nicht halt fest, Mann. Du ertrinkst gleich da unten. I'm flipping out. Oh, wow. Ich glaube, es hackt, Junge. Na schade, ich dachte, er hat vielleicht Feuerpfeile verloren. Das wäre cool gewesen. Ich hoffe, ich komme da hoch jetzt. Ja. Oh. Ah. Jetzt komme ich nicht mehr hoch, oder was? Ich hasse es so sehr. Oh, ich hasse Regen. Dass es hier immer regnen muss, das ist echt ätzend, wenn du nirgendwo hochklettern kannst. Das macht mich echt kirre. Ich dreh gleich durch. Es hat sogar funktioniert. Oh, anhand was macht er das fest, dass er hochklettern kann und wann nicht? Das ist echt... Na, geht doch. So, okay, da hinten... Wie komme ich jetzt damit? Ich muss darüber eigentlich. Ah, danke fürs Gespräch.
Ich finde, das Problem ist, er springt manchmal nicht richtig, sondern er macht dann irgendwie so einen kleinen, so einen Mikrohopper. Was? Okay, so, wir sind hier oben zumindest. Okay, sobald man es ins Wasser schmeißt, sind sie tot. Oh Gott. Wobei ich tatsächlich dahinter hin will. Ich will die... Fuck. Falscher Knopf. Oh, ich hoffe, der Eisblock verschwindet jetzt nicht. Das wäre schön. Sehr schön. Haben wir das. So, dann gehen wir jetzt einmal da hoch und dann können wir rüberfliegen. Und dann können wir die da drüben noch platt machen. Nice shot, Bro. Nein. Da willst du mich verarschen, du Penner. Oh nein. Aber ich könnte Glück haben, oder? Ja, ich hab Glück, okay. Ich kann da hochklettern. Oha. Zack. Rechts aber langsam hier. Mit diesem blöden... Okay, so, Moment. Und speichern. Ich habe jetzt keine Lust, wenn ich jetzt sterbe da oben zufällig, dass ich alles nochmal machen muss. Neuer Zielpunkt. Fischgründe. Not bad. Dann können wir kurz das hier machen. Ich hoffe, da ist was Cooles drin.
Ritter Hellebarde, diese Waffe, halb Lanze, halb Axt, bedarf der Zweihand eines erfahrenen Kriegers. Hellebarden sollen in früheren Zeiten vor allem von der Reiterei getragen worden sein. Okay. Cool. Moblinherz. Diese geschätzte Zutat erhält man von besiegten Moblins. Ihr unangenehmer Geruch macht sie zum Kochen unbrauchbar, doch zusammen mit Insekten ergibt sie Medizin. Sehr gut. Ist bloß eine Keule da unten, interessiert mich nicht. Der Fisch da interessiert mich schon eher. Zack. Okay, hier kann man echt gut fischen tatsächlich. Hier gibt es echt mega viele Fische. Ach ja, da hinten ist das andere Bockling-Zeug noch. Der hat Feuerpfeile verloren. Sehr gut. Okay, nice. Dann haben wir das. Ich bin hellauf begeistert. Wir haben einen Haufen Zutaten gekriegt. Wir haben Feuerpfeile gekriegt. Das ist echt nice. So, jetzt ist die Frage. Wir müssen zur Angelstätte zurück. Und den dann vermutlich bräuchten. Yo, die Fischgründe sind frei. Finde ich gut. Nice, nice, nice. So, Koppel, ich brauch dich. Oh, eine Truhe. Uah! Gott, hab ich mich jetzt erschrocken gerade. Holy crap. Die Krabbe winkt mir. Hab ich mich jetzt erschrocken vor dieser Krabbe. Ich dachte, oh cool, das ist eine Truhe. Yeah. Ha. Was man nicht alles erlebt. So, lecker Geflügel. Klack. Da ist ein Käferchen. Rüstungskäfer. Besitzt einen äußerst robusten Panzer. Kocht man ihn mit Monsterzutaten, erhält man eine Medizin, die die Muskeln stärkt und somit die Abwehr steigt. Okay. Ich würde gern wissen, wo der Turm in diesem Gebiet ist. Dafür müssten wir auf so einen Berg hoch. Weil ich glaube, das ist gar keine blöde Idee, ja? Wenn wir den Turm machen, dann haben wir zumindest mal die Karte. Dann sehen wir hier, wo das alles mal ist. Moment, das sieht mir nach Boss wieder aus. Ja, da gehe ich nicht hin. Das sieht mir nach Boss aus. Das machen wir wann anders.
Weil da weiß ich, ich bin eigentlich, in das Gebiet sollte ich eigentlich gar nicht gehen wahrscheinlich. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, wir müssten mal langsam so ein bisschen so ansatzweise versuchen, der Hauptquest zu folgen. Das wäre ab einem gewissen Punkt mal sinnig, glaube ich. Der Turm ist übrigens da hinten, sehe ich gerade. Okay, das ist wieder so eine schicke Attentäterin. Ha, ha, ha. Jeha, ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Jedes Pferd ist anders. Sie sind unterschiedlich groß und haben verschiedene Stärken und Schwächen. Such dir ein Pferd, das am besten zu seinen Ansprüchen passt. Okay. Speichern. Kaufen Sie, du bist ein schicker Attentäter. Treten Sie näher und kaufen Sie, bewundern Sie diese Prachtexemplare von Bananen. Gelb wie die Sonne, geschält weiß wie der Schnee, ein Geschmack wie im Traum. Treten Sie näher und kaufen Sie. Nö, ist schon gut, immer her damit. Diese Bananen sind mein ganzer Stolz. Wait, what? Diese Frucht wächst hauptsächlich in den Wäldern von Firon. Das Fruchtfleisch verstärkt die Körperkraft. Gekocht verstärkt sich dieser Effekt noch. Das ist ein schicker Attentäter. Kein normaler Mensch verkauft Bananen für diese Anzahl. Dann kommen sie hoffentlich ein andermal wieder. Oder auch nicht. Ist mir völlig Banane. Aus dir mache ich Bananensplit. Wusste ich doch. Die Waffentasche ist voll. Fantastisch. So, ich wusste, dass ein Chica-Attentäter ist. Was heißt Chica? Die anderen Dinger da. Keine Ahnung, wie sie heißen. Okay, so. Speichern, speichern. So. Dann ist jetzt die Frage. Ich habe jetzt dieses Dingens geklärt. Das Doofe ist nur, ich habe es gerade gesehen, wir haben gerade Blutmond. Was heißt, die respawnen gleich wieder. Ein berühmter Ort, an dem jeder seine große Liebe finden kann. Oh, hast du mich etwa belauscht? Ich habe nur mit mir selbst geredet. Aber ja, es ging um den Liebesteich. Irgendwo im Süden muss er sein. Ich habe ihn schon mal auf einer Karte gesehen. Und weißt du was? Er sieht aus wie ein Herz. Muss mehr trainieren. Ich dachte schon, mit mir wär's aus. Hier, eine Belohnung für das Mindeste, was du von mir erwarten kannst. Elektro-Wildschaschlik, erhöhte Resistenz gegen Elektro. Ein spezielles Gewürz der Gronen dämpft den Geruch des Fleisches und verstärkt den Geschmack der anderen Zutaten. Okay. Blutmond ist wieder da. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut.
Hervorragend. Zum Glück habe ich keine 8000 Jahre gebraucht, dieses Ding ins Platz zu machen, das Gebiet. Ha, naja. Ach, ich dachte schon, das war's jetzt. Zwar besitze ich keine Reichtümer, aber nimm zumindest dies zum Dank. Spurt, Pilzomelette, mach dich schneller. Diesem Omelette werden höchst aromatische Pilze untergerührt. Seine wolkige Konsistenz ist eine wahre Freude. Ich bin aus Angelsteck abgehauen. Das liegt da die Straße hinauf. Dort leben alle vom Fischfang. Aber ich, naja, ich kann nicht schwimmen. Da ich mich nicht zum Fischer eigne, werde ich jetzt eben Schatzsucher. Okay. Denke ich. Als Schatzsucher solltest du lernen zu kämpfen. Sonst wird das ein böses Ende nehmen. Warte mal. Der hat auch bestimmt noch einen anderen Dialog zu sagen, oder? Ein Schatz. Wenn man sich an Orten wie diesen umsieht, findet man manchmal ganz unerwartet einen Schatz. Kaputte Wächter und Ruinen, da findet man alles Mögliche, was man teuer verkaufen kann. Sehr gut. Na gut. Nice, nice, nice. Da geht's zur Angelstätte runter, da ist der Dingens. Mal gucken, vielleicht können wir die Quest abschließen, auch ohne den Blutmond. Also, dass wir das mit dem Blutmond dann nicht reinrechnen. Das wäre irgendwie cool. Hallo? Ich glaube, Koppel will da nicht hoch. Na gut. Dann bleibst du da unten stehen im Schatten. Aber es war hier, glaube ich, oder? Pizza. Nehme ich mit. Fittling, ein sehr seltener gelber Pilz, schwer zu finden, hat dafür aber auch einen ganz besonderen Effekt. Er steigert vorübergehend deine maximale Ausdauer. Fittling, speichern. Eintrag im Handbuch ergänzt. Okay. Nehme ich natürlich mit den Fittling, ganz klar. Hallo? Ich hing fest. Ah, ach so, ja, ist ja Nacht. Wie kann ich jetzt am dümmsten die Zeit totschlagen? Gibt's irgendwo ein Lagerfeuer? Also ich könnte theoretisch da unten Feuer machen. Vielleicht, oder vielleicht gibt's hier irgendwo ein Lagerfeuer. Flavi. Okay, da ist eine Gerudo hier. Schön. Hallo. Hi. So, Luxusbett. Wir haben übrigens 117 Rubine.
Ja, Master Chief Rubine. So, bis morgens. Mal gucken, ob wir die Flabi dann finden.